So, Freunde, wir sind heute auf der Comicbörse in Längenfeld gewesen und vor mir ist der Herr Tommy Kuhlmeier. Jetzt bei einem neuen Star Wars Film. Mehr Antrag auf der Comicbörse, mehr Fans, mehr Leute, mehr Interesse da? Nein, eigentlich nicht wirklich, weil Star Wars ist seit Jahren bei uns immer ein großes Thema. Ich bin selber ein Fan und aufgewachsen mit den Figurenfilmen und Comics. Also das geht ja nicht immer gut ab, aber heute haben wir die 11. Wiener Star Wars Convention und dadurch sind auch kostümierte Leute da und das ist halt schon ein bisschen anders und dadurch auch mehr Kinder, die sich anschauen. Später haben wir sogar einen Lichtschwertschaukampf und ein paar so Attraktionen und verlosen alle möglichen Sachen zum Thema Star Wars. Sie sind auch einer der Gründer dieser Comicbörse, sage ich mal, oder? Ich bin der Gründer der Comic- und Filmbörse, ja. Wie lange gibt es sie schon? Seit 1993, seit 22 Jahren. Es geht eigentlich alles sehr gut. Alles zum Thema Comic und Film wird eigentlich reichlich verkauft. Natürlich besonders schöne alte und teure und wertvolle Sachen, bis runter zu ganz billigem Zeug für einfach Leser. DVDs gibt es in jeder Preisklasse, ab 1 Euro bis zu sehr teuren Neuerscheinungen und Luxusboxen. Also quer durch die Bank, alles was in der Richtung Popkultur ist. Und wie gesagt, Star Wars sowieso. Alles von der Zahnbürste bis runter zum Poster und Figuren. Sammler gibt es immer wieder. Was ist das teure Stück da bei euch? Bei mir am Tisch sind die teuersten Sachen amerikanische Originalcomics aus den 60er Jahren, die teilweise hunderte Dollar Katalogpreis haben. Und ja, ab und zu auch teure Figuren. Statuen aus Porzellan zum Beispiel, die kosten so um die 200 Euro aufwärts. Aber es gibt in jeder Sammlerkategorie eigentlich ein paar extreme Stücke. Wann ist denn die Comicbörse hier in der Längenfeldgasse? Jedes Monat, wann findet die jedes Mal statt? Die findet 4-mal im Jahr statt, regelmäßig außer im Sommer. Das nächste Mal ist eine Comic- und Filmbörse am 31. Jänner wieder in der Berufsschule Längenfeldgasse. Informationen gibt es auch auf der Homepage und über Facebook bei uns, wo immer alle Neuheiten drin sind oder wer kommt oder was wir sonst machen, beziehungsweise Verlosungen und dergleichen. Jeder Besucher bekommt am Eingang einen Sackerl mit einem Geschenk. Das ist dann in der Regel ein Comic- oder Filmplakat. Der Eintritt ist 5 Euro. Kinder bis 12 zahlen gar keinen Eintritt. Kostümierte zahlen keinen Eintritt. Und sonst haben wir auch diverse Ermäßigungen. Welche Internetadresse ist das bei euch? www.comicfilm.at und dort kann man auch direkt auf Facebook klicken und findet tagesaktuelle Sachen. Was haben wir denn da schon? Ich glaube, das kennt ja jeder. Ein Raumschiff Enterprise von 1976 aus Metall. Das hatte ich selber noch als Kind. Das ist zum Beispiel ein sehr seltenes Teil, das man nicht mehr jeden Tag sieht. Das Preis ist immer vorhanden. Ja, ich habe es mit 50 Euro angeschrieben, aber ich würde es wahrscheinlich auch um 40 hergeben als letzten Preis. Und was haben wir da noch Schönes? Da sehe ich so Boxen und So. Wundervolle Lunchboxen. Ja, genau. Das haben die Amerikaner gerne. Bei uns genau. Eher unüblich, aber ja, es gibt viele Obskuritäten in jeder Richtung. Okay, dann sage ich noch vielen Dank und viel Spaß. Danke.